und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es geht heute wieder um diesen Schnupfen. Ja, gute Maus. Gute Maus. Ich weiß nicht, ob ich das unter die Kategorie Welpen-Update jetzt packe oder Hunde-Update, wie auch immer. Es geht um Milus Angst vorm Geschirr. Ich dachte eigentlich gar nicht, dass ich darüber ein Video irgendwo mache. Das ist halt eine Problemzone von uns. Problemzone. Ich habe schon immer gesagt, wenn das das einzige Problem ist, was wir mit der Maus haben, dann bin ich unfassbar zufrieden. Aber ich habe das auf Instagram angesprochen und es sind wirklich viele Nachrichten von euch reingekommen, die gesagt haben, oh Gott, bitte teile deine Tipps und Tricks, die du bekommst, die du vielleicht irgendwo selber rausfindest. Wir haben dasselbe Problem. Und weil das ein längerer Prozess war, also ich nehme das jetzt gerade zu einem Zeitpunkt auf, was jetzt danach, also ich zeige euch jetzt unsere ganze Prozedur, die wir mit ihr durchgestanden haben. Und das Ganze war jetzt auf jeden Fall über einen Monat, glaube ich. Wir sind immer noch nicht zu 100% jetzt, dass es problemlos irgendwo klappt. Aber wir sind an einem Punkt, wo es echt mega ist. Und deswegen, glaube ich, kann ich jetzt meine Tipps und Tricks mit euch teilen. Ja, und wenn ihr mehr solcher Videos haben wollt, wo wir unsere persönlichen Erfahrungen vielleicht mal mit reinbringen von Problemen oder von Tipps, die wir haben, wo wir gemerkt haben, das hat gut funktioniert, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt es gerne nochmal in die Kommentare und ja, abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr das alles dann nicht verpassen wollt. Und jetzt war es ein viel zu langes Intro. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß bei diesem Video. Ich habe mir Notizen gemacht. Oh Gott, die ich gar nicht lesen kann, weil ich mit Brille nicht auf habe. Ja, wie gesagt, das ist ein längerer Prozess gewesen mit der Maus. Wir sind jetzt ziemlich happy, wie es geworden ist. Das seht ihr jetzt dann ganz am Schluss. Und ich kann mal gucken, ob ich jetzt Videos irgendwie finde, wo man ansatzweise erkennt, ja, wie das Problem bei uns war. Es war halt einfach, dass sie wirklich, sobald sie auch nur gecheckt hat, wir gehen in die Richtung vom Geschirr. Wir haben neben der Haustür unseren Schuhschrank und am Schuhschrank an der Seite haben wir so Haken dran gemacht, wo die Leinen hängen, wo ihr Geschirr hängt, wo das Halsband hängt und. Und immer wenn wir da schon in die Nähe gegangen sind und sie diese Marken hat klimpern hören, dann die ist weggerannt. Aber wirklich, also nicht nur weggegangen, sondern Schwanz angezogen, Ohren angelegt, weggerannt. Richtig Schiss einfach. Und ich weiß nicht, woher dieses Problem kommt, um ehrlich zu sein, weil ich mich also nicht daran erinnern kann und auch Roman nicht, dass sie irgendwann mal negative Erfahrungen mit dem Geschirr gemacht hat. Aber es muss ja irgendeine negative Erfahrung gewesen sein. Sei es, dass es einmal kurz irgendwie gekniept hat oder dass sie ja irgendwie zusammengezuckt ist, weil das so laut zusammengeklackt ist, wenn wir ihr das dran machen oder so. Irgendwas muss ja gewesen sein, was sie damit verknüpft hat, was ihr nicht gefällt. Und dementsprechend mussten wir das ändern. Zuerst mit, ich habe das Geschirr hingelegt und habe ihr Leckerlis auf das Geschirr draufgelegt, weil ich das irgendwo gelesen hatte, dass das ganz toll sein soll. Und sie ist dann natürlich irgendwo näher an das Geschirr dran gegangen, weil sie die Leckerlis ja haben wollte. Ich habe aber letztendlich gehört, dass das gar nicht so die tolle Vorangehensweise sein soll. Also das soll man eigentlich eher nicht so machen, weil man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, als würde man ja, uns halt unser Lieblingsessen oder sowas hinstellen. Wir sind schon total hungrig. Und daneben würde man, keine Ahnung, für die, die vielleicht nicht so spinnenmäßig unterwegs sind, eine riesengroße Spinne noch hinsetzen. Eventuell würde man ganz kurz zu dem Essen hingehen, aber nicht mit einem positiven Gefühl. Dementsprechend habe ich das ganz schnell auch wieder gelassen und würde euch das auch nicht empfehlen. Und deswegen jetzt hier zu den Tipps, die ich euch empfehlen würde. Okay, letztendlich muss ich sagen, wir haben den Prozess wirklich ganz von vorne gestartet. Wir haben das Geschirr in die Hand genommen, dann ist sie natürlich schon wieder weggelaufen. Dann haben wir uns hier hingesetzt, ganz ruhig, haben das Geschirr neben uns gelegt und haben damit angefangen, dass sie konnte die Distanz selber wählen, also sie konnte selber so weit weglaufen, wie sie es für okay empfunden hat. Und immer wenn ich das Geschirr hochgehalten habe und sie es angeschaut hat, ohne noch weiter wegzulaufen, hat sie ein Lob dafür bekommen. Also wirklich
Pipifax und Kindergarten. Und es hat lange gebraucht, bis sie dann stückchenweise wieder näher gekommen ist. Aber so hat sie die ersten positiven Impulse mit diesem Geschirr eben bekommen. Super! Oh, Mausi! Ja, super! Gut, super! Ja, gut! Super! Übrigens, dass ihr das hier jetzt auch mal seht, wir haben von Hunter uns eben ein Geschirr geholt und eigentlich ist das ein super Geschirr. Vielleicht müssen wir da aber auch mal zum Tierhandel, nee, was? So. Halt so, um das nochmal wirklich richtig einstellen zu lassen, weil man kann halt hier überall alles Mögliche verstellen, aber wir wissen irgendwo gerade gar nicht, wo ist es jetzt zu locker und wo ist es vielleicht zu eng? Weil wir hatten jetzt gestern zum Beispiel, gell? Gestern hatten wir das Gefühl, da habe ich es ihr abgemacht abends und sie hat sofort richtig gut geschlafen. Also als wäre es sonst mit dem zu unbequem, sich hinzusetzen oder hinzulegen, weil es irgendwo spannt. Die Frage ist nur, wo spannt's? Weil je nachdem, ob sie sitzt oder steht, ist es halt woanders eng. Und mal zu eng, mal zu locker. Also eventuell müssen wir das auch einfach mal nochmal jetzt nachprüfen. Ja, jetzt probieren wir es trotzdem erstmal, dass sie nicht wegläuft. Ich meine, das hier ist ja gerade eine ganz, ganz gute Reaktion, würde ich behaupten. Ja, je nachdem, wie schnell euer Hund das jetzt dann irgendwo checkt, verknüpft, schon lockerer geworden ist bei Milou. Ja, war es phasenweise. Also es ging an ein paar Tagen echt gut und dann waren irgendwie wieder Tage, wo es einfach, ja, blöd lief. Aber als nächsten Step haben wir das dann tatsächlich so gemacht, dass wir das Geschirr in der Wohnung hingelegt haben und ja, immer wenn sie selber dran gegangen ist, dann ist sie belohnt worden. Oder wenn man halt gesagt hat, oh guck mal hier, dann und sie hat es angeschaut, ohne eben wegzulaufen, dann ist sie belohnt worden. Manchmal war es dann echt so, dass sie das so schnell gecheckt hat, dass sie das Geschirr auch, dass sie hingegangen ist, das Geschirr berührt hat. Dann gab es natürlich auch eine riesengroße Belohnung und Freude und ne, also einfach positiv. Ja, toll! Super! We're getting there! Ja, ganz toll! Super! Gut! Fein! Oh, toll! Super, Maus! Super! Also ich würde sagen, für die ersten Stunden ist das ein enormer Fortschritt. Es gab dann aber auch wieder Tage, wo das nicht so gut funktioniert hat. Gut. Schau mal, komm mal her. Ja, komm mal her. Na komm. Gut. Ja, super! Toll, Maus, toll! So, sie wird jetzt, ja, sie checkt jetzt schon, dass ich mehr möchte. Also, komm mal hier auf die Seite und sitz. Super! Ja, yummy! So ist fein und bleiben. Ja, fein. Und jetzt mal sitz. Oh, du bist so schlau, du weißt ganz genau, was ich machen will. Aber wir müssen Gassi gehen, Mausi. Wir müssen Gassi gehen. So, jetzt habe ich sie angezogen. Das hätte ich euch ja gerne einmal kurz aufgenommen. Schaut euch an, dann läuft sie immer so mega beleidigt hier rum. Sie wollte nicht einmal die Leckerlis fressen, die sie bekommen hat, dafür, dass es jetzt angezogen ist. Schaut, also eine Drama-Queen vom Feinsten, ne? Wahnsinn. Ich kann manchmal auch nur noch lachen, ne? Na, Muppi, hast du mich noch lieb?
Na komm, wir gehen jetzt Gassi. Wie beleidigt willst du sein, Milou? Ja. Anders kann ich nicht erklären. Was macht man da? Und wenn man jetzt noch eine Schippe drauflegen will, was wir eben auch dann ab und zu einfach gemacht haben, um mir einfach zu zeigen, okay, wenn ich das Geschirr in die Hand nehme, dann heißt das nicht sofort, dass du es angezogen bekommst, sondern das Geschirr ist einfach da. Dementsprechend habe ich es tatsächlich ab und an so gemacht, dass ich das Geschirr einfach in die Hand genommen habe und damit mal in der Wohnung rumgelaufen bin. Es dann wieder woanders hingelegt habe, am Boden meistens tatsächlich liegen habe lassen, dass sie auch da mal selber hingucken kann und ja, dieses eigenständig dieses Gefühl mit dem Geschirr entwickeln kann, Bindung aufbauen kann, I don't know. Ja, und bin tatsächlich teilweise, hab mir das über die Schulter und bin hier den ganzen Tag mit dem Geschirr rumgelaufen, um ihr dieses, das ist was ganz Normales, irgendwo mit reinzubringen. Milou? Milou, komm, mach mal Sitz. Mach mal Sitz, Milou. Und das ist alles ein Prozess. Ne? Je nach Hund, je nachdem wie groß vielleicht die Angst irgendwo ist, kann das in 2 Tagen funktionieren. Das kann in 1 Tag funktionieren. Das kann aber auch, wir haben lange gebraucht. Wir haben auch ein paar Tage mal nicht geübt. Allgemein würde ich sagen, übt das täglich. Wenn ihr jetzt 1-2 Tage das mal nicht macht, okay, aber das ist eine Prozedur und die dauert, gibt eurem Hund die Zeit. Bei uns hat es letztendlich geklappt. Ihr werdet es nicht mitbekommen haben, aber wir haben jetzt, ich glaube 3 Wochen später, wir haben eine ganze Woche war ich mit ihr in Berlin. Dementsprechend, da habe ich tatsächlich es komplett sein lassen mit dem Üben, mit dem Geschirr. Dementsprechend haben wir danach jetzt wieder angefangen, sind hier in der Wohnung damit rumgelaufen. Also haben uns das Ding über die Schulter, ich zumindest. Also ich bin die meiste Zeit zu Hause, habe mir das Ding an die Schulter gehangen, bin hier mit rumgelaufen, habe das mal einfach nur hier angefasst und geschüttelt, dass sie sich allgemein an diesen Sound einfach gewöhnt. Und ich glaube, dass das richtig was gebracht hat, denn ich demonstriere euch jetzt, wie es aktuell aussieht. Also wie gesagt, es sind so circa 3 Wochen jetzt vergangen, ne? Ihr seht sie überhaupt gar nicht. Ich muss euch, glaube ich, auf den Boden stellen. Gut, Vorführung hat schon mal funktioniert, aber guckt mal, also sie hat sich nur bis hier hinten hingesetzt, ist nicht super weit weggelaufen und schaut euch das an. Super! Fein gemacht, Maus. So sieht das also aktuell aus. Und dann, und das haben wir uns jetzt angeeignet, gibt es ein spezielles Leckerli. Wie fürs Zurückkommen. Schau. So, im Grunde genommen, wenn ich... Na, ja. Nee, das reicht. Ja, jetzt ist sie hier so ein bisschen beleidigt. Aber es ist lange nicht mehr so schlimm. Aber wie ihr jetzt merkt, ne, also das, ich glaube, insgesamt arbeiten wir ja jetzt schon seit über 1 Monat daran. Also das ist ein langer Prozess, aber man sieht Fortschritte. So, übrigens läuft sie dann immer rum, wenn man es ihr rumgemacht hat. Ich keine Ahnung, was sie sich hiermit erhofft. Au. Also happy sieht sie jetzt nicht aus. Es wirkt auch so ein bisschen, wie ich vorhin schon gesagt habe, als wäre sie einfach echt mega beleidigt. Ja, das war unsere Geschichte mit Milou. Ihr habt jetzt gesehen, ne? Also es ist jetzt, es ist jetzt noch nicht problemlos, aber sie lässt es über sich ergehen und wir werden weiter üben. Also wir werden das jetzt nicht an dem Stand lassen, weil nicht, dass wir zurückfallen. Und werden das immer mal wieder machen, dass wir immer mal wieder einfach mit dem Geschirr hier rumlaufen, immer mal wieder belohnen. Das ist auf jeden Fall, also das habe ich ganz vergessen zu sagen, immer wenn ihr das Geschirr anzieht, belohnt den Hund. Wir haben dann irgendwann dieses Superleckerli sozusagen uns geschaffen. Wir haben ein Superleckerli, wenn sie beim Rückruf, das funktioniert, muss ich echt sagen, reibungslos bei uns, da haben wir ein Superleckerli und das gibt es nur dafür. Und dann haben wir jetzt eben ein Superleckerli mit dieser anderen Paste.
was es nur für das Geschirr gibt. Und ich habe das Gefühl, dass es dadurch tatsächlich einfacher geworden ist, weil sie sich freut dann irgendwo, weil sie dann sagt, oh cool, okay, wenn ich das mache und es ist eigentlich gar nicht so schlimm, dann kriege ich auch noch was ganz Tolles dafür. Also ja, wenn euch sowas hilft, dann bringt solche Sachen mit rein und übt immer noch weiter fleißig. Wir werden jetzt auch immer noch weiter fleißig üben, aber ich glaube, bis wir an den Punkt kommen, dass es wirklich, dass sie selber ihren Kopf da durchsteckt, das wird noch ein bisschen dauern und ich wollte euch jetzt einfach jetzt schon das Video liefern, weil ihr schon lang genug darauf gewartet habt und ich hoffe, dass ich euch damit helfen konnte. Vielleicht hat euch das Video auch irgendwo noch Spaß gemacht oder sowas, die ganzen Fails mal hier mit anzugucken auch und dass wir auch strugglen, ne? Also das läuft nicht alles immer problemlos, aber wie gesagt, wenn das das einzige Problem ist, was ich mit der kleinen Maus bisher irgendwo habe, dann bin ich sehr, 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 sehr happy mit ihr. Und ja, wenn ihr mehr von unserem Alltag mit Hund mitbekommen wollt, wenn ihr noch andere Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare, schaut bei Instagram vorbei und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss. Willst du auch noch Tschüss sagen, Mausi? Tschüss.